Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ride Equestrian Simulation. Und jetzt geht's ins erste Turnier. Wir haben ja letzte Folge trainiert und jetzt steht das große Turnier an. Start the competition, okay. Ich bin sehr gespannt. Und hier sehen wir übrigens auch genau die Kühe und könnten uns rein theoretisch darauf vorbereiten, auf das, was kommt. Aber das finde ich jetzt gar nicht so super interessant. Wir können uns hier aussuchen, was wir machen wollen. Ich nehme jetzt einfach mal den ersten. So, und wir haben hier in diesem Fall auch mal ein paar unterschiedliche Namen. Weil es war nämlich interessanterweise in Isabelle Wert Reitsport waren das nämlich tatsächlich nur französische Namen. Das fand ich immer ein bisschen schade. Aber habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, ob die wie die geschrieben waren. Weil ich weiß, dass in der Isabelle Wert Reitsport Version waren die Namen immer alle in Caps Lock geschrieben. Deswegen habe ich meinen auch so geschrieben. So, das waren schon mal 97% für die erste Übung. Machst du super gut, Scooby-Doo. Ich finde das schön, wie der Schweif auch oben so ein bisschen eingeflochten ist. Das Pferd hat nicht unbedingt den perfekten Körperbau. Aber ich mag die Grafik in dem Spiel eigentlich trotzdem ganz gerne. So, kann sein, dass jetzt heute die Musik auch ein bisschen leise ist. 96, sehr gut, geht's weiter. Aber das ist halt so ein bisschen tricky. Ich muss mal gucken, ob ich mir die mal runterlade, die Playlist. Und vielleicht auch mal noch erweitere. Und ich vielleicht das dann abspielen kann mit einem Player in Windows und den als weitere Tonspur erfasse. Finde ich auf jeden Fall angenehm, wenn ich selber die Musik höre. Ich könnte sie natürlich auch im Nachhinein noch hinter das Video schneiden, aber ich finde es, wie gesagt, ganz schön, wenn ich einfach selber die Musik höre. Ansonsten ist es doch für mich sehr, sehr stumm und sehr leise und Musik motiviert. Oh, das war gut. 100%. Guck mal hier, Scooby-Doo, der hat gerade so ein Babyköpfchen. Ich kann nur zwischen den Übungen mal so ein bisschen gucken. Oh shit. Was er tut. Das waren jetzt nur 81%. Das war nicht gut. Dafür war das wieder umso besser. Aber es ist immer noch grün gewesen. Und das waren jetzt wieder 93. Also eine gute Dressur dürfte das definitiv werden. Übrigens, wem von euch ist aufgefallen, dass die Reiter hier keine Steigbügel haben? Das ist, das finde ich ein bisschen schade, dass sie die vergessen haben, in Anführungsstrichen scheinbar. 97%. Ja, ich glaube, da habe ich einmal nur daneben gelegen. Und wieder die vollen 100%. Weil ich finde, die sind so... Ha, ich mag das. Wie gesagt, ich mag einfach die Grafik in dem Spiel ganz gerne. So. Was vielleicht auch mal interessant gewesen wäre, wäre mir das vorher anzugucken, dass ich weiß, was mich noch so alles erwartet. Hier habe ich auch einmal daneben gesemmelt. Das macht sich natürlich immer... Ich habe nicht immer, wenn ich einmal daneben semmel, 97%. Das kommt natürlich immer auf die Anzahl der Pfeile an, die ich in dieser Lektion treffen konnte. So, aber die Richter hier, die dürften hoffentlich zufrieden sein. Mal hier habe ich jetzt... Boah, das wird schlecht. 83. Ich bin halt zufrieden, wenn es über 90% ist. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich. Das war gut, das waren 100. Aber alles in allem dürfte das, wie gesagt, eine gute Dressur werden, hoffe ich. Das war auch gut. Sehr schön. Das dürften 98 werden, 99 sogar. Weil es ein paar mehr Sachen waren, ein paar mehr Pfeile, die ich treffen konnte. Oh. Da habe ich ein paar verpasst.
Aber wie gesagt, alles in allem dürfte ich die hoffentlich beeindrucken. Aber ich weiß ja nicht, wie gut die anderen geritten sind, ne? Oh, jetzt muss ich auch zum ersten Mal hier gedrückt halten. Ich sag's euch, das wird noch richtig schwer später. Das ist jetzt hier in der Anfangsphase schon relativ schwer. So, wie viel haben wir dafür jetzt bekommen? 96%. Gut. Eine gute Leistung, würde ich sagen, von Scooby-Doo. Und mir. So, vier Fehler haben wir hier scheinbar gehabt. Das wird hier leider nicht ganz so bewertet mit den Prozenten. Aber wir sind damit in Führung. Aber guck mal, hier. 6 Punkte nur. Da waren nur 2 schlechter. Also hier, man muss hier schon wirklich gut reiten in dem Spiel. Ansonsten wird es problematisch. So, der hat hier 10 Fehler gehabt scheinbar. Okay. So, und das sind die Sachen, die wir uns auch nachträglich nochmal anschauen können. Ich glaube, das würde ich auch ganz gerne machen. Dass wir uns da am Ende nochmal die... Wiederholung von angucken. Wobei ich immer nicht... Ja, ich weiß es nicht. Ist halt... Könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Später werden das halt mega lange Parcours. Das ist das Problem. Da wird es halt wirklich richtig lang, wenn wir uns da die Wiederholung von angucken wollen. Huch. Ein bisschen versaut. Jetzt können wir erstmal galoppieren. Aber auch nicht zu viel. Wir blenden schon das Ziel. Oder geht es danach noch weiter? Ne, ich glaube, das ist das Ziel. Ne, es geht weiter. So, jetzt muss ich hier leider mal ein bisschen gucken, dass das hier fällt. Der Stressgrad vom Pferd von Scooby-Doo. Ah ja, der Reiter guckt da hinten irgendwo links hin. Das ist, wenn wir so eine lange Gerade haben und das nächste kein Hindernis ist, sondern eben so ein Tor. Dann haben wir diesen grünen Balken nicht an der Seite, weil wir dann ja keine perfekte Gangart haben, keinen Gangartbereich, in dem wir das Hindernis überspringen können. Vielleicht mache ich es einfach mal, das ist halt jetzt hier schon super lang. Vielleicht können wir uns ja die Wiederholung gleich mal anschauen, wenn wir das Springreiten gemacht haben. Weil da sind natürlich, oha, da sind natürlich die Parcours viel, viel kürzer. So, hier der Stresslevel, das muss dringend mal runter. Da sind die Parcours viel, viel kürzer, da können wir uns sowas eher mal angucken. So, wir müssen gucken, wenn der Stresslevel zu hoch ist, dann springt Scooby-Doo natürlich nicht mehr. Dann sagt er, nö, kein Bock. Das kannst du knicken, sagt er dann. Und dann haut er die Notbremse rein. Das wollen wir nicht. So, da ist unser Ziel. In der Zeit. Sieht gut aus. Damit haben wir nach wie vor, genau, dann sehen wir nämlich hier diese Wiederholung. Hier. Jetzt läuft's, ne?
Gut, gehen wir jetzt zum Springreiten über. Ja, genau. Hier können wir uns übrigens den Parcours auch mit den Pfeiltasten vor und zurück vorher einmal anschauen. Ich weiß, dass das hier so ein Parcours ist, wo wir uns quasi langsam aber sicher so nach innen kringeln. Das ist so eine Spirale. Manche Parcours, da kann ich mich echt noch super dran erinnern von früher. Und besonders bei den späteren wird es nicht mehr so sein. So, wie gesagt, das können wir uns dann ja gleich mal anschauen in der Wiederholung. Ich finde die Wiederholung in dem Spiel finde ich auch sehr, sehr gelungen, weil wir da so ein bisschen so einen Fernsehmodus haben. In so einer richtig coolen Kamera. Das werdet ihr gleich sehen. Oh, nicht zu schnell werden, Scooby-Doo. Ich dachte, als Wallach zieht er gar nicht so auf die Hindernisse hin. Der Kleine ist aber manchmal schon so ein bisschen übermotiviert. Trotz allem. So, und ich glaube, jetzt kommen nur noch zwei Hindernisse. Seht ihr das? Wir haben uns jetzt halt so spiralförmig immer weiter nach innen gedreht. Hoch. Und dann müssen wir wieder weiter trainieren. Genau, und jetzt als Abschluss nochmal eine Triple-Barre. Sehr guter Parcours. Und wir freuen uns. So, genau, und jetzt sehen wir die Wiederholung. Guck mal, ist das nicht cool? Ich finde das mega schön gemacht. Ich finde es nur schade, dass unten immer dieses blöde Press-Space-Bar noch drin ist, dass das nicht irgendwann weggeht automatisch und sich das Spiel denkt, okay, sie will scheinbar gerade die Wiederholung nicht sehen. Das wäre halt mega cool. Ist das nicht schön gemacht? Ich finde das so, so, so toll. Ich habe da teilweise... ich habe das früher oft so gemacht, wenn ich gut geritten bin, dann habe ich mir ein Stückchen Apfel gegönnt. Und das habe ich dann halt gemümmelt, solange wie ich mir die Wiederholung angeguckt habe. Ja, so habe ich die Spiele früher immer gespielt. Ich habe meistens so ein bisschen Obst nebenher genascht. Ich habe sehr, sehr wenig Süßes immer gegessen. Und habe hauptsächlich so als Snacks und zum Naschen immer Obst gegessen. Sehr, sehr viele Äpfel, Nektarinen, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen, Banane. Ich bin ein absoluter Obstmensch. Ich liebe Obst. Das esse ich eigentlich tatsächlich, esse ich viel lieber Obst als Süßes, weil Obst auch gleichzeitig noch satt macht. Aber manchmal muss halt auch mal was richtig Süßes sein und nicht nur der Fruchtzucker. So rein vom Appetit her. Müssen muss das prinzipiell gar nicht sein. So. Null Fehler haben wir hier gehabt. Und wir müssen das Ganze jetzt nochmal reiten. Weil die Springparcours, da hat man immer zwei Durchgänge. Die muss man immer zweimal reiten. Und dann wird daraus dann das abschließende Ergebnis gebildet. Ja, wie gesagt, oha. Plömm. Viel zu schnell drauf zugeritten. Ja, also... Wie gesagt, wenn wir dann Dressur und Springen einzeln geritten wären, das wäre einfach, dann reite ich lieber mit euch die Vielseitigkeit. Dann haben wir jedes Turnier zwar länger, weil wir wirklich jede Disziplin da dann abhaken müssen, aber ihr seht alles. Ihr seht das ganze Spiel quasi. Und ihr habt dann aber auch die Vielseitigkeit dabei. Hätten wir jetzt mit dem Springen angefangen, hätten wir quasi das ganze Training nochmal für ein weiteres Pferd machen müssen. Und ihr hättet das Springen quasi alles doppelt gesehen. Und ihr seht ja jeden Parcours sowieso schon doppelt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, hey, das ist eigentlich am sinnvollsten, wenn wir das so einteilen. Und ihr seht, ich bin immer so jemand, ich schnippel immer gerne. So. Aber die anderen haben auch alle die gleiche Anzahl an Fehlern gemacht. Das heißt, wir haben mit 10 Punkten Vorsprung dieses Turnier gewonnen. Yay! So.
Er lobt uns halt einfach nur, das muss ich jetzt nicht im Endeffekt durchquatschen lassen. Wir haben die Trainingsjacke freigeschaltet. Und Training Breaches haben wir doch schon. Alter Schwede, wir haben mega viel freigeschaltet. So, hier, wir machen jetzt erstmal einmal Pause, dass sich Scooby-Doo ein bisschen erholen kann.